Hallo zusammen, mein Name ist Tobias Frank. Ich bin Geschäftsführer der Druckhaus Frank GmbH mit Sitz im bayerischen Wemding. Wir beschäftigen aktuell 40 Mitarbeiter und arbeiten pro Woche ca. 200 Aufträge ab. Wir sind ein Familienunternehmen, das über die Jahre sehr investitionsfreudig am Markt unterwegs war. Wir sind schwerpunktmäßig im Akzidenzdruck unterwegs, vor allem im Bereich von klebegebunden und rückendrahtgehefteten Broschüren. Unser Kundenklientel geht über Industriekunden, Verlagskunden, aber auch befreundete Druckereien sowie auch einen Bereich im Online. Das Thema Nachhaltigkeit ist absolut in jeder Munde. Hier waren wir von Jahren schon Vorreiter. Wir heizen unser komplettes Betriebsgebäude mit Hackschnitzeln. Wir haben sehr viel in den Bereich von Photovoltaikanlage investiert. Dachflächen-Photovoltaikanlage, Freiflächen-Photovoltaikanlage, Carports. Wir haben unsere führenden Mitarbeiter mit Elektromobilität ausgestattet und versuchen, unseren gewissen Teil für die Zukunft beizutragen. Allgemein sind wir sehr Heidelberg-lastig. Wir setzen in dem Bereich der Vorstufe den kompletten Project-Workflow mit ein. Im Druck arbeiten wir mit unserer XL 106 5 Plus Lack. Wir sind den Schritt gegangen aus 2 Mach 1. Zwei ältere Druckmaschinen kamen raus. Dafür haben wir in die neue XL 106 5 Plus Lack investiert. Hatten anfangs Bedenken, ob wir das Auftragsvolumen stemmen können. Das hat sich im Nachhinein mehr als bewahrheitet und es blieben trotz 2:1 am Schluss noch Produktionsstunden übrig. Und in der Weiterverarbeitung haben wir Maschinen von Heidelberg und Polar. Die Easy Matrix ergänzt natürlich den Bereich des Akzidenzdruckes sehr gut, vor allem in dem kleinauflagigen Verpackungsdruck sowie Mailing und Pop-up-Mailings. Auf die Easy Matrix können wir natürlich perforieren, stanzen, inline ausbrechen. Das stabilisiert uns natürlich heutzutage am Markt. Ich heiße Leberle Martin, ich arbeite hier als Abteilungsleiter in der Weiterverarbeitung und unsere neueste Investition hier ist ein Stahlfolder TH82P mit P-Stacker und flexiblen Auslagen. Push-to-Stop nutzen wir vor allem auf unser TH82P, gibt richtig Sinn, wenn ein Druckobjekt aus mehreren Bogen oder Signaturen besteht, da somit eigentlich ein autonomes, schnelles Falzen möglich ist. Die größte Problematik, die wir hier bei uns hatten, ist, passende, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Dadurch waren wir immer wieder vor der Voraussetzung, dass wir unsere Aufträge nicht fristgerecht hinbekommen haben. Deswegen auch die Investition in die neue Falzmaschine mit dem P-Stacker. Somit haben wir mehr Volumen innerhalb von kürzester Zeit und können unsere Aufträge auch wieder fristgerecht an den Kunden bringen. Also schon mit dem Kauf unserer Falzmaschine TH82P war für uns klar, in diesen Bereich des P-Stackers zu investieren, auch in die Zukunft zu investieren, obwohl wir zur damaligen Zeit nicht wussten, wann das Gerät entwicklungsfertig am Markt eingeführt werden konnte. Der P-Stacker konnte zu 100% unsere Erwartungen erfüllen. Wir können unseren Mitarbeitern ein ergonomisches Arbeiten am Gerät ermöglichen. Des Weiteren ist auch die Abarbeitung der Aufträge im autonomen Bereich sehr gut einsetzbar. Wir können den P-Stacker auch autonom laufen lassen, ohne dass wir dabei stehen müssen. Es gibt auch mir als Abteilungsleiter Freiräume. Die Arbeiter selber sind körperlich nicht mehr so angestrengt. Also es ist ein sehr großer Vorteil, dass wir ihn haben. Der P-Stacker kommt bei ungefähr 80% der Aufträge bei uns zum Einsatz. Er ist sehr flexibel und formatübergreifend einsetzbar und somit haben unsere Mitarbeiter mehr Zeit während des autonomen Falzens, sich um andere Arbeitsgänge wie Rüsten von anderen Maschinen, Falzen an anderen Maschinen zu kümmern. Alle unsere Mitarbeiter waren von Anfang an begeistert, auch voller Vorfreude auf den P-Stacker, da einfach dieses schwere körperliche Arbeiten an der Auslage erleichtert wird oder besser gesagt sogar abgenommen wird. Der P-Stacker ist absolut nach Industriestandard gebaut. Der P-Stacker bietet uns die Möglichkeit, die Signaturen oder Falzbogen von vorne oder hinten abzugreifen, sprich mit dem Gesicht nach oben oder nach unten auf der Palette abzusetzen. Des Weiteren mit dem integrierten Flex-System
ist es gegeben, Falzarten schnell und flexibel einzustellen. Und des Weiteren gibt es auch noch die Möglichkeit, mehrere Bogen oder Signaturen auf einer Palette abzusetzen. Es kommt sehr oft vor, dass wir das Flex-System nutzen, da wir natürlich schnell von verschiedenen Signaturen, verschiedenen Falzschematas vom einen auf das andere Format wechseln können. Des Weiteren bringt uns das Flex-Auslagesystem natürlich ein ergonomisches Arbeiten unserer Mitarbeiter. Und die Fehlerquelle beim Umstellen von verschiedenen Falzarten wird hiermit minimiert. Ja, wir haben eigentlich kurze Rüstzeiten vom Umstellen auf 16 oder 32 Seiten. Es ist einfach zu bedienen, die Arbeiter sind schnell angelernt. Es ist ein sehr einfaches System. Ja, die Produktivität konnten wir schon steigern, insofern wir den ganzen Tag Arbeitsrhythmus die gleiche Leistung haben. Bei Menschen, die abnehmen, fällt die Leistung einfach ab nach gewissen Stunden. Und der P-Stacker hat immer die gleiche Leistung, den gleichen Durchsatz, ist also auch planbarer in der Produktion. Im Vergleich zu einer konventionellen Falzmaschine mit dem aktuell stehenden System, kompletten System bei uns, konnten wir die Produktivität um 100% steigern. Richtig stolz sind wir natürlich hier als Familienunternehmen, dass wir über die Jahre unser Unternehmen bestimmt zukunftsorientiert sicher am Markt platzieren konnten. Großer Pluspunkt für Heidelberg ist definitiv der Service und der Know-how, der aus diesem Hause kommt.